wenn ich mir so hier groß und klein angucke und wie die Miniatur dem Original aus dem Gesicht geschnitten ist, dann muss ich sagen, da sind wir nicht mehr so ganz im Bereich von so Spielzeug, was ich meinen Kindern mal eben kaufe. Nein, oder? Da sprechen dann natürlich auch schon um eine ganz andere Kostenstruktur, aha, die dann im Endeffekt auf den Anwender oder versierten Modellbauer zukommt, wo wir dann natürlich auch ca. 98% Bausätze haben. Sprich, wir haben dann nicht out of the box zum Spielen, sondern wir müssen wirklich noch mit Werkzeug und Farben Hand anlegen. Wenn ich so einen LKW selber bauen will, kann ich das überhaupt, wenn ich sowas noch nie vorher gemacht habe, oder soll ich erstmal mit was anderem anfangen und mir quasi ein gewisses Know-how drauf schaffen? Nein, die Frage kann ich definitiv mit Ja beantworten. Also das ist wirklich von der Struktur der Bedienungsanleitung her, die Tamiya anfällig, wirklich auch auf den, sage ich mal, Beginner oder auf den Anfänger ausgelegt. Wir haben wirklich auch also jemand, der so gerade eben schafft, ein IKEA-Regal aufzubauen, absolut, der schafft das auch? Ja, natürlich. Wow, sieht aber ein bisschen komplizierter aus. Nein, gar nicht. Bedienungsanleitungen sind diese unterschiedlichen Schrauben sogar in Originalgröße abgedruckt. Okay. Sprich, wenn ich mir mal nicht ganz sicher bin, ob es die richtige ist, lege ich es wirklich einfach drauf. Und ich habe schon die Gewissheit, dass ich da auch richtig bin. Cool. Wie viel Zeit muss ich einplanen, wenn ich den LKW bauen möchte? Ist jetzt genauso zu beantworten, ist natürlich schwierig, weil es, also an einem Tag können wir es ganz einfach vergessen. Wir reden da ungefähr, schon wirklich, wenn wir dranbleiben abends, ja, von einem Stundenvolumen denke ich mal so um die 150 Stunden, denke ich mal, wird man aber wohl einplanen müssen, inklusive Lackierung und so weiter. Nicht schlecht. Aber dann würde ich natürlich auch gerne sehen, wenn man es schafft, wie bewegt er sich denn? Können wir den auch mal fahren sehen? Aber sicher, gerne. Gut, gehen wir mal schauen zum Kollegen. Das ist natürlich was Feines. Also er kann auch kippen und alles. Natürlich. Es geht alles ferngelenkt. Selbst die ganze Beleuchtungsanlage, wie wir es jetzt gerade sehen, mit dem typischen Warnton ist da mit drin verbaut. Wird alles angesteuert durch eine Multifunktionseinheit, die natürlich auch separat zu erwerben ist. Sprich, ich muss es nicht einbauen, ich kann es natürlich einbauen. Um der ganzen Sache die passende Originalität zu verleihen, sollte man es natürlich tun. Das heißt, im Endeffekt kann der Kleine alles, was der Große auch kann? Ja, bis auf natürlich den Fahrer mit aufzunehmen. Ja, logisch, gut, aber es liegt in der Natur der Sache. Nur, wenn ich so einen LKW mit allem Schnick und Schnack und Schnubbelidupp haben möchte, was muss ich denn da investieren? Also wir starten ganz einfach mit dem Bausatz an sich, wo die Multifunktionseinheit, sprich die ganze Elektronik, nicht mit an Bord ist. Der liegt beim UVP, also beim Endverbraucherpreis von 549 Euro. Habe ich aber so ein nacktes Basic-Modell. Genau, richtig. Ja. Da habe ich dann auch noch nicht die Möglichkeit dabei, das Ganze zu steuern. Sprich, da kommt noch eine Fernsteuerung on top, die natürlich mehr Kanal sein muss, um die Beleuchtungseinheit und so weiter mit steuern zu können. Kommt nochmal ca. 150, sind wir bei knapp, vielleicht 900, knapp 1000 Euro. Plus, ich muss es selber bauen. Genau. Ja, das muss man wollen. Durchaus, ja. Aber ist schon schick, das Ding. Also, gefällt mir, muss ich sagen. Sehr schön. Also, ja. Es steht ihm nichts. Wo ist die Kasse?